Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, einer neuen Folge. Wohin mit eurem Geld? Natürlich in die Schwarzlöwentruhen. Ich habe also wieder einen freudigen Spender gehabt, der mir einfach mal 32 Schlüssel zugeschickt hat. Und diese Schlüssel werde ich jetzt einfach mal benutzen, Truhen aufzumachen, euch zu zeigen, wie nutzlos es eigentlich ist, diese Truhen aufzumachen, dass es euch nichts bringt. Aber ich bin selbst ein bisschen gespannt. Wir schauen mal, was ich da rauskomme. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach direkt an. Bevor sich hier jemand beschwert, machen wir den Chat ein bisschen aus. So, wir legen los mit der ersten Truhe und ja, bisher die übliche Ausbeute. Wir haben jetzt hier dieses neue Teil dazu, dieses gefrorene Fragment exotischer Waffen. Dazu werde ich ein separates Opening-Video mal machen, wenn ich genügend davon gesammelt habe, um zu schauen, ob ich denn wirklich einen Precursor kriege. Die erste Garderobenfreischaltung ist natürlich geil. Was haben wir denn hier? Skin für Mordrim-Stab. Einfach mal so. Okay, nehmen wir uns an, würde ich sagen. In die Garderobe einlagern. Dann machen wir weiter und haben wieder eine Freischaltung. Ah ne, die haben wir schon eben bekommen. Wir haben schon zwei Freischaltungen. Nichts. Ich gucke jetzt immer, ich gucke gar nicht rechts am Rand. Ich gucke einfach hier rein. Das ist das Gute. Eine Farbe und Teleport, ne? Das ist so lächerlich. Ein Ei haben wir bekommen. Okay, ist jetzt auch nichts Berauschendes. Eine neue Freischaltung. Ist eben auch dabei gewesen, habe ich gar nicht gesehen. Dann haben wir wieder nur Folianten, nichts Spannendes hier dabei. Wir können es ja auch hier rechts im Inventar mal sehen. Wir machen mal eins, damit es auch ein bisschen spannender wird mit den letzten 20 Schlüsseln oder jetzt 19 Schlüsseln, die wir haben. Wir ziehen einfach mal hier oben die paar Sachen runter, damit ihr das nicht gleich im Inventar sehen könnt. ich auch nicht. Und wir dann hier ein bisschen Überraschungseffekt haben. Gut, wir machen weiter, wieder ein Ei bekommen. Wir haben wieder eine Freischaltung, das ist ziemlich geil. Also die Freischaltungen, sage ich immer wieder, sind eigentlich das Beste an diesen neuen Truhen. Wieder eine Freischaltung gekriegt. Und was... Oh, was ist denn das? Bitterfrost-Aussichtspunkt. Von diesem Aussichtspunkt hoch oben in den Bergen nach Bitterfrost kannst du, das hat mir einen fantastischen Blick. Okay. Gucken wir uns vielleicht auch im eigenen Video mal an. Keine Ahnung, was das eigentlich ist. Scheint aber irgendwie uns zu einer Stelle zu bringen, die man sonst nicht erreichen kann. Wir machen mal weiter. Hier auch nichts Wichtiges. Immer der vierte Slot, ne? Wir brauchen eigentlich immer einen vierten Slot. Dann wird es erst spannend, denn dann wissen wir ja auch, es gibt also einen seltenen Gegenstand. Wir haben hier Eier. Und wir haben was Seltenes. Oh. Was stand als doppelter Account gebundener Gegenstand wurde freigestellt und durch gratis Schlüssel ersetzt. Okay, sehr gut. Da wir den schon haben, das einmal hier, haben wir jetzt also einfach noch einen Schlüssel dazu bekommen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Wir machen dann einfach mal weiter. Ja, ist auch nichts. Also bisher muss ich sagen, weiß jetzt noch nicht, was das Bitterfrost-Ding uns wirklich bringt, aber so spannend ist es nicht. Auch hier wieder nur Transmutationsladung, Folianten. Wir brauchen nur so einen vierten Slot. Der wird das... Oh, geil. Okay, eine Garderobenfreischaltung. Auch nichts Spannendes. Vielleicht jetzt mal was Gutes. Auch nichts Spannendes. Auch hier wieder nur ein Foliant. Noch vier Schlüssel haben wir über. Auch hier nichts Gutes. Da ist was Seltenes dabei. Wir gucken. Achtung, Achtung. Tybalt Plüschrucksackset. Wenn man sich überlegt, dass im selben Slot ein endloser Händlervertrag drin sein könnte, wird einem dabei auch ein bisschen schlecht. Also mir zumindest wird dabei schlecht. Und wir haben die letzte Truhe aufgemacht. Bedeutet, wir brauchen noch eine neue Truhe. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe gar keine mehr im Lager. Weil ich die eigentlich alle kaputt mache. Wir werden einfach mal hier Schwarzlöwentruhen. Die sind jetzt hier nicht unbedingt mehr wert geworden. Schwarzlöwentruhen, da haben wir welche. Kaufen uns einfach mal ein paar Stück. Für die Zukunft. Vielleicht gibt es ja nochmal jemanden, der sagt, hey Dürren, du hast immer so viel Glück mit deinen Truhen. Lass mich dir doch mal die Schlüssel schicken. Und dann kannst du da mal schauen, ob du das aufmachst. Wir machen die letzte Truhe auf und kriegen noch eine Garderobenverschaltung. Ist natürlich ziemlich geil. Und ja, das gute Ding hier habe ich natürlich leider schon. Beim Verkaufen bringt das eigentlich auch nichts, genau. Und wir werden uns jetzt einfach mal die Eier zu Gemüte führen. Das gucken wir uns im separaten Video an. Hier kann ich zum Beispiel schon mal 11 von diesen Teilen mir kaufen, weil ich ja 3 Stück immer brauche. Wir machen erstmal die Eier auf und gucken, was wir rauskriegen. Mini-Eisbär, Mini-Motenier-Berserker, Gerüchte-Lichtbringer ist okay. Exploratorin und den Mini-Eisboot Goliath. Wir schauen mal ganz kurz, ob man daraus ein bisschen Gold machen kann. Ja, sehr gut. Ich brauche hier wieder ein bisschen Gold für die neue Karte.
Wir gehen einfach mal auf Direktverkauf. Ich erwarte nicht, dass hier jemand wirklich so, ja, diesen Direktkauf macht für den hohen Preis, diesen Preiskauf dann, diesen Preis bezahlt. Also heute ist es schwer. Ansonsten haben wir da nichts gefunden. Okay, dann machen wir jetzt einfach Folgendes auf. Erstmal noch die Farben. Wir schauen mal rein, was wir hier haben. Erdbeerfarbe, Frühlingsbrise, Ozean, nur Müll, einmal durch die Bank weg. Quatsch, das macht aber nichts. Wir verwerten das einfach für die Gildenhalle. Dann machen wir weiter und gucken uns jetzt die, also das kann ich eigentlich auch alles fressen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Garderobenfreischaltung an und hoffen mal, dass da was Gutes wird. Die Nummer 1 ist hier gerade hier der Rand voll. Wir gucken mal und haben Klinsisolation. Ja, das ist glaube ich eine Farbe, gell? Oder? Ja, das dürfte eine Farbe sein. Ja, Klinsisolation, wie sieht das aus? Ja, das hat sich ja schon mal gelohnt. Wir machen weiter mit improvisierter Dolch. Okay, Sammlung freigeschaltet. Sehr gut. Wir machen weiter mit einem Skin. Wintertagsdolch. Auch da hatten wir noch keine Waffe. Wir machen weiter mit glasierter Himmel. Scheiße. Ich hatte ja gehofft, dass irgendein guter Skin dabei rauskommt. Aber glasierter Himmel ist jetzt nun wirklich nicht so das Beste. Oh, jetzt war ich eigentlich schon richtig bei den Farben. Wir gucken nochmal rein. Oh. Müsste doch eigentlich hier sein. Glasierter Himmel. Okay, ich finde den gerade nicht. Also wenn ich den jetzt hier nicht finde, dann bedeutet das ja eigentlich, ich hatte den schon, oder? Glasierter Himmel, da. Doch, ich glaube, die Farbe hatte ich schon. Okay. Scheinbar kann man doch das Doppelt bekommen, aber kann eigentlich gar nicht sein, sonst würde es hier nicht aufploppen. Na, egal, wir machen weiter. Tödlicher Vogel. Schulterschütz. Wir gucken mal ganz kurz in den Handelsposten. Ich glaube. Ja. Wir haben gerade. Ach so, okay, gut. Ich dachte, das ist hier ein bisschen teurer. Die schweren Sachen, das ist die. Was waren das? Die schwere? Ne, das ist die leichte Version. Ich überlege gerade. Ja, schwere, das ist die schwere Version. 120 Gold, okay. Ist gar nicht so und so tragisch. Hauptsache, wir haben da so einen Skin. Abgelagerter Holz. Drei, zack. Meine lieben Kinder, ein kleiner Tipp vorneweg, wenn ihr das tut und euch diese Garderobenfreischaltung wirklich holt, achtet darauf, dass ihr, auch wenn ihr denkt, ihr hättet schon alle Skins, wirklich alle Skins habt, denn diesen abgelagerten Holzdreizack, zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, dass ich abgelagerte Skins noch nicht habe. Scheiß drauf, no risk, no fun, wir machen das letzte Ding auf und kriegen die unbarmherzige Axt, die natürlich ziemlich geil ist, ein sehr, sehr schöner Skin. Und damit sind wir auch am Ende von diesem kleinen Video, hat uns also nicht wirklich viel gebracht und ich würde trotzdem sagen, wir hängen das direkt dran mit der Bitterfrost-Aussicht, was ich eigentlich gar nicht machen kann mit dem Charakter. Doch, geht auch direkt. Wir machen mal einen Doppelklick und mal schauen, wo uns das gute Ding hinbringt, was das ist. Und dann sind wir ja auch schon am Ende. Okay, das ist alles? Das ist alles. Kann ich das immer benutzen? Ja, Account gebunden. Das heißt, ihr könnt jeden Charakter damit auf die Karte bringen, ohne die Story zu spielen. Ein Vorteil allerdings, ja. War's das ansonsten? Gut, dass ich dazu kein eigenes Video gemacht habe. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt wieder mal gesehen, dem Dörden die Schlüssel zu geben. Das bringt auch nicht viel mehr, als sie selbst eben in die Tonne zu kloppen. Aber ich bedanke mich trotzdem wie immer für die Spenden. Das ist sehr, sehr nett von euch, weil ich ja auch davon was habe. Und ja, ich sehe euch in dem nächsten Video. Bis dahin, meine Leute. Macht's gut.